Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und jetzt werden wir langsam versuchen. Und später werde ich dann hoffen. Oh, da kommen wir gar nicht hin. Blöd. Ah, aber. Ah, ja, jetzt weiß ich mal. Ah, so. Okay, so geht's besser, Leute. Ganz ruhig. Okay, warum konnte man ihn vorher nicht verschonen? Komisch. Komm her endlich, ich brauch dich. Alla wahu. Ich brauche Hilfe. Die Sonne meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Ich würde das gern für dich erledigen. Hä? Bin ich jetzt blind oder was? Ah, hier ist es. Ah. So Leute, jetzt wird man noch die. Sonst werden wir natürlich die ganzen hier noch ein bisschen Geld noch uns holen, dass sie richtig Probleme kriegen. Wo? Es war, glaube ich, unten war noch. Hier war nichts mehr. Okay. Solltest du auch haben. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal wieder rausfinden hier. So, jetzt müssen wir unser Auto wieder finden. Ah, hier ist es. Ah, jetzt müssen wir erst wieder rausfinden, das ist immer das Nervige.
Halt immer das. Das ist es. Das ist immer das Nervigste. Ah, da drüben ist er, okay. Das ist das Einzige, was immer ein bisschen blöd nervig ist. Oh, dann gucke ich mal, ob ich mit dem Auto da durchrasen kann. So, jetzt, so haben wir ihn. Da ist er, dann ist hier der voll erledigte Ding. Aber ich jetzt sage, wir machen erst hier die Schmuggelware fertig. Ich sage, Leute, erstmal die Schmuggelware fertig. Und dann schauen wir einfach, was wir noch machen können, um hier weiter die Geschäfte von diesem Gebiet an Berg weiterzugeben, Leute. Weil es ist immer am besten hier zu vielen, aber dass man jetzt die verschonen kann, haben wir die vorher auch verschonen können. Wenn es wirklich, wenn man die vorher auch verschonen könnte, komisch, dass man die früher nicht verschonen konnte. Komisch, aber naja. So Leute, jetzt müssen wir erstmal reinfinden, aber wir kommen hier hin. So, erstmal reinkommen. Du das Drecksack!
in den Kampf. Bereit zum Kanickelfangschuss. Er nagelt mich hier fest. So, einmal noch irgendwo was? Gut. So, und jetzt machen wir noch ihn. Wo sind jetzt seine dicken Eier? Klatsch. So, jetzt müssen wir noch den vollstrecken. Ich hab nichts vor. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, die Polizei, aber ich hab nichts vor. Kannst du mir ein paar Jungs aus deiner Crew für Tick vorschicken? Ich hab nichts vor, oder Leute? Was denn? Oder was sollen wir vorhaben, oder? Weiß ich echt nicht, oder Leute, was die mal vorhaben, die anderen. Nach meiner Ausmusterung da bin ich rumgezogen, ungefähr 3 Monate. Hab hier und da rumgejobbt, bin auch schon mal wegen der Schlägerei verhaftet worden. Dass ich in ein Seminar gehen will, Priester werden und so. Das war schon irgendwie klar, hat dann aber doch noch gedauert. Nach dem Seminar machte Bischof Jenkins mich zum Leiter eines Heims für farbige Jungs. St. Michael's hieß es. Vom ersten bis zum letzten Tag war dieses Waisenhaus ein Drecksladen der übelsten Sorte. Aber ich war gern dort. Ich habe den Kids so gern geholfen. Schon mal was von Autofahren und Alkohol gehört? Sie sollten nicht gleichzeitig fahren und trinken, sonst verschütten Sie noch den Drink. Und natürlich zerstören wir die Dinger, weil trotzdem, ach, wir müssen alles zerstören, Leute, alles. Dass wir hier Dinger alles frei haben. Hey, aber uns fehlt immer noch was. Hier rüber. Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig. Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Uns fehlt immer. Richtig, es fehlt uns immer noch ein bisschen Money. Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Design. Es fehlt eigentlich für das Ding fehlt doch Money und. Da unten, da ist ja noch was, Leute. Einer von seinen Leuten, Pops Holland. Hab ich ja gar nicht beachtet, meine.
voll vergesse, Leute. Oh Mann. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Nakano River Row verloren. Hab ich ja voll übersehen, das Ding. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Frachtausfahrt. Und natürlich nehmen wir die Dinge noch mit. Immer mitnehmen ist immer am effektivsten. Ich bin sicher, Papst, Leute werden mir liebend gerne helfen. Ich komme wieder, Pablo. Die Penner, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. So. Oh, jetzt müssen wir aber ein bisschen lang fahren, Leute. Bin ich mal gespannt, ob man das noch schaffen. Alles. Und, ich glaube, wenn wir dort sind, machen wir erst wieder unsere Sachen, die ich sage, Leute. So, dann schauen wir mal. So, fast sind wir ja da. Aber bevor wir machen, holen wir uns alles und tun uns wieder ein bisschen Geld einzahlen und alles Mögliche. Alter, die ist sympathisch, die Frau. So Leute, und jetzt geht's zum letzten Typ. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie man in das Ding reinkommen. In die Jetzt müssen wir erstmal da reinfinden, Leute. Ich warte.
ab. Wir haben kein Problem. So Leute, haben wir es gepackt, Leute. Nur noch eine haben wir jetzt noch. Ne, zwei haben wir noch. So. Warum immer ich, Alter? Ich kann doch, ich kann nichts dafür, wenn ihr so dämlich seid, Leute. Ah, da vorne steht ja unser Auto. Und ich jetzt sage, Leute, wir werden jetzt noch schön in unser Auto steigen und dann fahren wir zum nächsten Gebiet. Aber Leute, somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis denn. Grrrr, 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 grrrr.